Ja, es war für mich eine Ehre, in die Ringvorlesung eingeladen zu werden. Ich bin zumindest so sozialisiert, dass wenn man an der Universität was sagen darf, dass man es dann irgendwie doch intellektuell nicht völlig versiebt hat. Und ich fand es auch gut, weil ich zwar die jüngste Psychologie schon mein ganzes Berufsleben begleitet. Ich habe auch schon gelegentlich mal Seminarreferate darüber gehalten, aber ich habe mich nie berufen gefühlt, darüber so richtig zu referieren. Dann haben alle akademischen Reflexe eingesetzt. So, was ist das Wichtige am Systemischen? Was ist das Wichtigste an der Jungschen Psychologie? Und wie kann man das jetzt, wo gibt es Überschneidungen, Unterscheidungen, Abgrenzungen und so, die übliche Denkschose, die wir so kennen. Das hat mich aber nach einer Weile, Gott sei Dank, wieder verlassen. Ein systematischer Vergleich ist sehr schwierig. Ich werde gleich sagen, warum. Und dann war mir auch ziemlich unklar, worauf ich bauen kann. Also wenn ich die jungsche Psychologie beschreibe und die systemische beschreibe und dann noch abgleichen soll und keine Ahnung habe, inwiefern die Menschen, zu denen ich spreche, da jeweils firm sind und überhaupt verstehen, wovon ich spreche, das war mir dann einfach eine Nummer zu groß. Der Vergleich ist auch deswegen schwierig, weil sowohl die jungsche Psychologie als auch der systemische Ansatz, das ist, was man heute einen Container nennt. Also unter der jungschen Psychologie, die jetzt zwar von einem Schulengründer herrührt, aber mittlerweile auch schon über mehrere Generationen sich entwickelt hat, gibt es die ganz unterschiedlichen Ansätze. Wahrscheinlich kennen Sie Stichworte wie Symbolverständnis oder Archetypen oder Träume oder Märchendeutung oder kollektives Unbewusstes. Beim systemischen Ansatz ist die ganze Sache noch schwieriger, weil die ganz verschiedene Quellen hat. Ich sage auch nur mal ein paar Stichworte. Einmal Familientherapie, dann Arbeit mit Systemen allgemein, Haltungen, zum Beispiel Ressourcenorientierung oder Techniken wie zum Beispiel zirkuläres Fragen oder paradoxe Interventionen. Die jungsche Psychologie und systemische Ansätze sind für mich persönlich sehr komplementär und die lassen sich in eine Gesamtschau, in eine gelebte Gesamtschau für mich ganz gut integrieren. Das Problem ist, wie erzählt man das, dass es rüberkommt? Integrieren lassen sich beide Perspektiven bündeln, dann natürlich, wenn man keine dogmatischen Varianten vom einen oder vom anderen wählt, dann wird das immer sehr schwierig. Aber für Dogmatismus bin ich eh nicht bekannt. Dass Sie sich jetzt ein bisschen einstellen können, ich beschäftige mich heute Abend also weniger mit den Praktiken, die mit beiden Ansätzen verbunden sind, sondern ich möchte Ihnen anhand meiner Lebensentwicklung, meiner Begegnung mit den verschiedenen Perspektiven dieser Ansätze ein bisschen vor Augen führen, welche Perspektiven diese beiden Ansätze mit sich bringen. Das sind Perspektiven auf Weltbilder, wie sieht die Welt überhaupt aus, aus den Sichten dieser beiden Ansätze. Welche Vorstellung vom Menschen gibt es darin und seiner Entwicklung? Wie kann man Wirklichkeit überhaupt verstehen? Und dann, welchen Umgang aus dem Verständnis mit Wirklichkeit kann man dann daraus ableiten? Ich werde jetzt also zunächst mal meine Geschichte mit der jungschen Psychologie erzählen und da ganz und versuchen aus jeder der Begegnungen, die ich damit hatte, so ein paar wesentliche Erkenntnisse, die mich geprägt haben und die das, was wir heute am Institut machen, wovon ich gar nicht berichten werde.
da gibt es aber sehr, sehr viel davon ist in unsere heutige Arbeit eingeflossen, aber einfach aufzeigen, wie so nach und nach in mir Erkenntnisse gereift sind oder Verständnisse sich entwickelt haben, die heute die Grundlage unserer Arbeit am Institut für systemische Beratung sind. Die jüngste Psychologie war die erste, der ich begegnet bin. Also ich komme aus einem schwäbischen Haushalt, von den Eltern, Großeltern her, handwerklicher Hintergrund, juristischer Hintergrund. Psychologie, dieses Wort ist mir, glaube ich, in den ersten 20 Jahren meines Lebens überhaupt nicht begegnet. Und dann traf ich meine Frau. Und in deren Haus war das anders. Also insofern ist die Begegnung mit der jüngsten Psychologie eben auch ein Produkt einer Milieubegegnung. Das war etwa in den 60er Jahren, ich erzähle daraus gleich ein bisschen. Der systemische Ansatz ist dann etwa 10 Jahre später erst entstanden, wobei immer so die Frage ist, was rechnet man noch dazu? Da werde ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen, wie ich rückwirkend denkend jetzt sage, ja, das sind eigentlich meine systemischen Anfänge gewesen, obwohl man das zum Teil damals überhaupt noch gar nicht so nannte. Ich merke heute immer noch, oft zu meinem Erstaunen, wie schwierig das für Menschen ist, die systemischen Perspektiven einzunehmen und konsequent aus diesen Perspektiven zu denken. Und dann werde ich öfter mal gefragt, wie lange hat das denn bei dir gedauert, dass du diesen Perspektivenwechsel vornehmen konntest? Und ich würde mal sagen, etwa 2 Jahre hat es gedauert, bis die Verwirrung, die durch die systemischen Ansätze in mein Denken gekommen sind, sich einigermaßen gelegt haben. Also das, vielleicht geht es bei anderen schneller, aber das, bei mir hat es so lange gedauert. Und das ist etwas, was im Laufe der Zeit sich sozusagen das ganze eigene Denken und das ganze eigene Weltbild durchzieht. Heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich nicht so denken könnte. Also ich erzähle meine persönliche Geschichte mit beiden Richtungen und was mir dabei jeweils wichtig geblieben ist. Die meisten Perspektiven, die ich adoptiert habe, waren eben auch mit persönlichen Begegnungen verbunden, mit Lehrern, die ich zum Teil noch erlebt habe, oder über Schriften von diesen Lehrern. Das war dann oft verbunden mit Buchtiteln oder mit Sprüchen, die ich gehört habe, oder mit Bildern. Und ich habe mir gedacht, nachdem Sie jetzt schon in dieser Hitze den Weg hierher gefunden haben, ist es für Sie auch vielleicht angenehmer, wenn ich mehr eher so erzählerisch das bringe und auch diese Verdichtungen, die oft in diesen Sprüchen drin liegen, Ihnen auch erzähle. Nachdem ich jetzt heute einigermaßen fertig war mit der Vorbereitung, ist mir dann auch nochmal klar geworden, dass so vorzutragen eigentlich für mich sehr konsequent ist, weil einer der wichtigen Perspektiven des Systemischen ist ja, Wirklichkeit ist immer die Wirklichkeit des Betrachters. Und man kann Erkenntnisse nicht verstehen, wenn man das Milieu und die Kultur dort, wo diese Erkenntnisse entstanden, adoptiert, gelebt worden sind, wenn man die nicht ein bisschen versteht. Also ich bin da ganz auf der Seite einer nicht objektivierten, sondern sehr persönlich gelebten Wissenschaft. Ich glaube, durch diese beiden Ansätze, auf die ich mich heute Abend beziehe, ich habe vieles andere auch gemacht, TA haben wir schon gehört, bin auch heute noch Lehrtrainer der Internationalen Gesellschaft, Ericksonsche Therapie und viele andere Dinge auch. Dadurch habe ich zu einer Vielschichtigkeit gefunden und bin skeptisch eigentlich jedem Dogmatismus gegenüber gewesen. Und ich werde manchmal gefragt, warum hast du denn so viele Ausbildungen gemacht? Das hat damit zu tun, dass erst habe ich die inhaliert und fand das ganz toll und irgendwann merkte ich, das sind Grenzen, das sind auch bei den Systemikern relativ stereotype Gewohnheiten, die sich nach einer Weile entwickeln und das war mir dann immer zu eng. Ich bin irgendwie genetisch antidogmatisch ausgestattet. Wie gefällt Ihnen das? Kann man das so machen? Geht das? Okay, Sie können auch gut zuhören. Wenn irgendwie eine Zwischenfrage ist, die ganz dringend ist, also mir geht es immer am besten, wenn ich reden kann. Aber
Es ist auch gut, wenn Sie sich da melden. Man kann mit mir reden. Ich bin auch an der Stelle zwar eifrig, aber nicht eitel. Also man kann auch unterbrochen werden und dann gucken wir, wie wir dann weitermachen. Das ist bei uns ganz normal, dass wir neben dem, dass ich jetzt zu diesen Themen mehr vorbereitet habe, auf Augenhöhe miteinander umgehen. Also ich fange jetzt mal an, da bin ich etwa 23 mit der jüngsten Psychologie. Mein Schwiegervater war Hals-Nasen-Ohren-Arzt und sein Schwager ist der jüngste Psychotherapeut Viktor Zielen in Frankfurt geworden, der mein Schwiegervater so gerne geworden wäre. Aber nach dem Krieg hat der Schwager erkannt, die HNO-Praxis will ich nicht machen, aber die muss jemand machen, habe ich also meinen Freund animiert und der ist dann der HNO-Arzt geworden, der aber lebenslang intensiv sich mit der jüngsten Psychologie beschäftigt hat. Der war auch religiös sehr orientiert, von daher lag das auch nahe, weil die jüngste Psychologie sich sehr früh schon religiösen Fragen auch immer zugewandt hat. Und dann bin ich also zusammen mit meiner Frau, meiner noch heutigen Frau und meinem Schwiegervater auf einer Tagung in Stuttgart gewesen über Gnosis, also das Schauen. Und da saßen ein paar auf dem Podium und wie ich dann später wusste, war einer von denen ein Psychoanalytiker und der andere ein Jungianer. Und der Psychoanalytiker geiferte den Jungianer auf übelste Art an, wie unwissenschaftlich das wäre und diese religiösen Fragen und diese magischen Vorstellungen. Der Freud hätte schon immer gegen die Schlammflut des Okkultismus gewettert. Und er als Psychoanalytiker wäre jetzt Subtext der bessere Tiefenpsychologe, weil er ganz wissenschaftlich wäre. Und dabei hat er sich derartig kindisch und unwissenschaftlich und unsouverän benommen, dass mir klar war, es ist die jüngste Psychologie auf jeden Fall mehr als die Psychoanalyse. Und ich habe damals eben auch eine blindwütigen Dogmatismus im Gewand von Wissenschaftlichkeit kennengelernt und ich empfand das als abstoßend. Jetzt heute, wie ich mich vorbereitet habe, ist mir klar geworden, dass ich eigentlich in einer Initialsituation, die jüngste Psychologie beschäftigt sich ja gerne mit den anfangsprägenden Situationen von Geschichten, also bei Träumen zum Beispiel fragen wir immer, was ist die Einstiegssituation im Traum, die Initialsituation, dass eigentlich damals ich schon begegnet bin dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit in seiner, wie ich finde, unerlösten Weise und dem Versuch, über das, was man erklären und beschreiben kann, hinaus zu schauen und das zu vertreten und darüber in Dialog zu gehen. Viele Jahre später, ich war auf einem New Age-Kongress in Spanien, es gab so ein paar Jahre in den 80er Jahren, da war alles, was Rang und Namen hatte, einschließlich Dalai Lama, auf New Age-Kongressen in Spanien, hat mir ein Arnold von Kaiserling mein Horoskop gedeutet. Und er stellte fest, dass ich eine Opposition habe. Ich bin nämlich im Sonnenzeichen Schütze und im Aszendenten Zwilling. Und er hat mir erklärt, und es blieb mir irgendwie hängen, dass der Zwilling für wissenschaftliche Erkenntnis steht und der Schütze für weltanschauliche Ergriffenheit, wie ich das jetzt nennen würde. Und die würden bei mir in einem Gegensatz stehen. Und der könnte nicht durch einen vergleichenden Vortrag beseitigt werden, sondern nur durch eine lebenslange Wesenentwicklung, dass ich immer mit dieser Spannung ringe. Und das hat mir heute zumindest, wie man ja rückwirkend immer seine Geschichte erfindet, eigentlich als Prognose sehr gut getaugt. Ich habe ja in der Transaktionsanalyse, also die Schule, die von Eric Byrne und seinen Schülern entwickelt wurde, mich sehr viel mit den Ursprüngen der Transaktionsanalyse beschäftigt. Da gibt es auch ein Buch, also nicht nur von mir, die Psychoanalyse, die
Psychologie, ne, die Transaktionsanalyse der Intuition, heißt es, weil die Transaktionsanalyse von Eric Byrne aus Intuitionsstudien heraus entwickelt wurde. Der hat sich immer dafür interessiert, welche Bilder entstehen in mir, wenn ich mit jemandem Kontakt habe und wie kann ich mit diesen Bildern arbeiten. Und da ist mir auch, den habe ich oft zitiert, diesen Satz, und der macht mir jetzt in dieser Kette, die ich da jetzt zusammenbaue, sehr viel Sinn. Wissenschaft, die mehr Sicherheit bietet, und Intuition, die mehr Möglichkeiten zeigt, sind gemeinsam die Grundlage von Erkenntnis und Urteilsvermögen. Ich war, würde mal sagen, so von meinem Erscheinungsbild eher ein bisschen zwänglich teutonisch. So der Versuch, im Leben was zu werden und tüchtig zu sein und so eine Empfänglichkeit für interpersonale Schwingungen und für Emotionen und für symbolische Verständnisse und sowas, das war in meiner Familie nicht üblich. Da war ich also sehr wenig sozialisiert. Und deswegen faszinierte mich natürlich die Möglichkeit, über den Umgang mit Träumen eine Sprachebene zu finden, über die ich mich mit Teilen, die in mir sind, weil ich interessante Träume hatte, die mich irgendwie schon beschäftigt haben, wie ich damit umgehen kann und auf diese Weise mich auf etwas beziehen, was ich erstmal in meiner Selbstbeschreibung und ich glaube auch in meinem etwas zwänglichen äußeren Erscheinungsbild jetzt nicht unbedingt meiner Selbstbeschreibung zugerechnet hätte. Da will ich erzählen von einer der vielen Traumserien. Ich habe mein Leben lang dann Träume aufgeschrieben. Ich kann das auch jedem empfehlen, nicht nur die Nachtträume, sondern auch die seelischen Bilder, die einen tagsüber beschäftigen. Und eine der Serien war, und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich eine etwas zwanghafte Persönlichkeit entwickelt hatte und viele Seiten, die auch in mir waren, mit denen ich umgehen konnte, wegdrücken wollte. Und da habe ich eben immer geträumt von einem Jungen, der ermordet worden sei und dass ich der Mörder war. Und ich habe den irgendwo verscharrt und lebte immer in der Angst vor Entdeckung. Und das ging bis in die spät-20er Jahre. Die Zeit war ich in der Gruppendynamik sehr aktiv, also mein 20. Leben im 30. Jahrzehnt. Und ich bin da immer mit dem Methodenkoffer rumgerannt. Ich habe über Gruppenmethoden versucht, mir das Menschliche irgendwie zu erschließen. Und in dieser Zeit habe ich eben sehr oft diesen Traum gehabt von dem Jungen, der da irgendwo, den ich ermordet hatte. Ich wusste nicht warum, aber der war in der Nähe unseres Hauses, hatte ich den vergraben und dann waren irgendwelche Umbauarbeiten und dann kamen die Bagger und dann habe ich gefürchtet, jetzt graben die den aus und dann wissen die, dass ich das war. Es war ganz furchtbar. Aber irgendwann hat sich diese Traumserie aufgelöst und verabschiedet durch einen sehr schönen Traum. Wir hatten einen Luftschutzbunker neben unserem Haus aus Kriegszeiten und da war ich im Garten und plötzlich ist dieser Bunker oben offen und darin liegt dieser Junge, aber der war eigentlich jetzt kein Junge, sondern war jetzt eine junge Frau, die so Frankenstein-mäßig an Kabel und Schläuchen angeschlossen in so einer Art Frischhaltebecken vor sich hin brodelte. Und in dem Augenblick, wo ich diese junge Frau sehe, gibt es einen technischen Crash. Das heißt, die Versorgung dieses Systems funktioniert nicht mehr. Und dann habe ich den Satz in mir, I fear, I kill. Und mit diesem Satz in meiner Verzweiflung reiße ich alles Technische von diesem Mädchen, Frauen, Körper weg. Und dann war eine Zeit lang Stille. Und dann begann sie zu atmen. Das bewegt mich heute noch. Und ich spüre heute noch auch diesen ersten Odem an meiner Wange, dass dieses Menschenkind aufgewacht ist. Und die jüngste Psychologie hat mir eben die Möglichkeit gegeben, diese Symboliken zu verstehen, dass es sich eben vielleicht um die Anima, die weibliche Seite des Jungen in mir, ich hatte die männliche überstark entwickelt, handelt, die ich aus meinem Wesen ausgedrängt hatte und die jetzt Gott sei Dank durch die Entwicklung, durch die Umstände zu einem Eigenleben gekommen ist.
und dass ohne diese ganze Technik auskommt, dass es gut ist, die ganze Technik mal wegzunehmen. Gleichzeitig habe ich nach einer Zeit gemerkt, ich dachte immer, das heißt I fear I kill. Nee, es fühlte sich an, als hätte ich gesagt I fear I die. Dann habe ich gesagt, nee, das heißt aber I fear I kill und dann I fear I skill. Skill, sind klar, sind Techniken. Und diese wunderbare Verdichtung eigentlich der Vielschichtigkeit meiner Problematik, etwas in mir stirbt, aber ich töte es auch dadurch, dass ich mich ganz auf diese technische Seite meiner Sozialisation stürze, in diesem wunderbaren Satz verdichtet hat. Und auf diese Weise habe ich etwas kennengelernt, was mir davor völlig unbekannt war, nämlich dass es eine Poesie meiner Seele gibt, die ich nicht aus meiner Biografie erklären kann. Von daher hat mir die jüngste Psychologie eine Sprache, eine Erlaubnis, eine geistige Bühne geboten, dass ich mich mit Seiten meiner Persönlichkeit, zu denen ich keinen direkten bewussten Zugang habe, ins Benehmen setzen kann. Und eine der wunderbaren Perspektiven, die mir heute noch wichtig sind, ist die Verschränkung von subjektstufigem und objektstufigem Verständnis. Ich will das kurz erläutern. Das subjektstufige Verständnis sagt, alles, was ich an Bildern entwickeln kann, ist ein Teil meiner Seele, sonst könnte ich diese Bilder nicht entwickeln. Und wenn ich im Traum was träume, dann ist der ganze Traum aus diesem Verständnis heraus eigentlich eine Projektion meiner Seelenlandschaft. Das heißt, der Drogenabhängige, der mich auf der Hauptstraße belästigt, ist ein Teil meiner seelischen Struktur, sonst könnte ich ihn nicht träumen. Die Engländer sagen, it takes one to know one. Und wenn ich so da dran gehen, Sie kennen es, falls Sie vielleicht gestalttherapeutische Traumarbeit oder so gemacht haben, da ist das ganz üblich, dass man immer Aspekte dessen, was man erlebt hat und träumt, dann meist auf Stühle verteilt und die dann miteinander in Dialog einlädt. Also, dass die ganze Welt, die sich mir im Traum zeigt, draußen und auf die ich mich beziehe, immer auch etwas spiegelt von dem, wer ich selbst bin. Und dann gibt es Teile davon, die habe ich sozusagen schon in mein offizielles Ich-Bild aufgenommen. Und da wachen Sachen auf und da sind Geschehnisse, die sind mir zum Teil peinlich, die machen mir Angst und die sind mir fremd. Aber die jungische Psychologie lädt aus dieser subjektstufischen Perspektive dazu ein, damit Dialog zu halten, weil es Teil meiner Seele ist. Und das Persönlichkeits... kommt dann nachher nochmal, das Persönlichkeitsideal eines Menschen ist nicht die Vollkommenheit, sondern die Vollständigkeit. Das heißt, die jüngste Psychologie lädt mich ein, das ganze Spektrum von Symboliken, das meine Seele aufgreift, weil es in der Nacht oder auch bei Tag meine Welt damit bebildert, dass ich mich damit auch ins Benehmen setze und auf diese Weise einfach ein vielfältiger Mensch werden kann. Parallel dazu, nicht in Konkurrenz dazu, gibt es die objektstufige Betrachtung derselben Sache. Also der Chef, den meine Klientin als Ellenbogenmensch erlebt und der zum x-ten Mal in ihrem Traum auftaucht und wo sie den Job hinschmeißen will oder überlegt, ob sie ihm jetzt nicht mal endlich einen reinhaut. Das ist einerseits tatsächlich der Chef draußen, den hat sie nämlich schon gefunden. Es ist aber gleichzeitig auch eine Instanz in ihr, nämlich eine Form von Autoritätsbild, zu dem sie noch kein vernünftiges Verhältnis gefunden hat. Und die Jungianer gehen ja so weit, dass die sagen, wenn ich etwas Unerlöstes in der Seele habe, begegnet es mir nicht nur im Traum, sondern es begegnet mir dann auch draußen. Und dass es auch draußen ist, heißt aber nicht, dass es auch in mir ist. Dann kann ich das draußen meiden, aber dort, wo es auch in mir ist, erspart mir das nicht, mich mit dieser unreifen Stufe von Autorität, Bild, die noch in mir ist, auseinanderzusetzen.
Und das haben wir heute noch. Also immer, dass die Welt draußen eine Korrespondenz hat zu der Welt drin und wir über die Wechselwirkung uns Gedanken machen. Und in der Beratung muss man dann überlegen, was ist im Moment die hilfreichste Fokussierung? Fokussiere ich auf die Bezogenheit draußen oder fokussiere ich auf die Bezogenheit drinnen? Oder wie kann das Wechselspiel von beiden Perspektiven sein? Also von daher immer Weltbezug und Selbstbezug in Integration. Was ich auf diese Weise in der jungen Psychologie auch kennengelernt habe, ist das, was man Amplifikation nennt. Also einigermaßen übersetzt heißt das eine Anreicherung von Wirklichkeitsverständnis. Und das Interessante daran ist, dass die jungsche Psychologie davon ausgeht, dass wir ein Kulturerbe in uns tragen. Dass jeder Mensch nicht nur sein biografisches Erbe in sich trägt, sein eigenes, sondern auch das biografische Erbe seiner Sippschaft und gleichzeitig das biografische Erbe seines Kulturkreises, ja weitergehend sogar das biografische Erbe der gesamten Menschheit. Das hat Jung immer postuliert. Man hat sich aber nicht vorstellen können, wie um Gottes Willen hätte das sein sollen. Früher hat man ja bei der Genetik darin eben nur Aminosäuren gesehen und Veränderungen und Adoption, die über Jahrhunderte erst vorstellbar waren. Heute mit der Epigenetik ist das ganz anders. Es gibt ganz andere Forschungsansätze. Man kann heute nachweisen, dass das Essverhalten heute nicht nur mit meiner Essbiografie in meinem individuellen Leben zu tun hat, sondern dass es mit signifikanten Ereignissen meiner genetischen Vorfahren zu tun haben, weil dort besondere Ereignisse die epigenetischen Schalter stellen und das sogar weitergegeben wird. Also man entwickelt jetzt Ideen, wie man sich vorstellen kann. Und jetzt gerade kam ja in der Zeitung, dass sie jetzt zum Beispiel das Y-Gen eines Mannes, als sie das zurückverfolgen wollten, festgestellt haben, dass das 300.000 Jahre alt ist. Dass das also von einem Nicht-Homo-Sapiens-Vater in endloser Linie abstammt. Also man kann jetzt biochemisch diese Evolutions zurückverfolgen, die dann in mir ist als Information. Und es ist gar nicht mehr so abstrus heute, sich das wirklich vorzustellen, dass wir, indem wir das, was in uns wach wird, meist in Form von Bildern, ein Angebot unserer Seele ist, uns mit unserem kulturellen und evolutionären Erbe, mit dem Wissen, das in uns steckt, ohne dass wir wissen, dass wir es wissen, ins Benehmen zu setzen. Und eine Technik, über die man das verfolgt, ist zum Beispiel, wenn da jetzt ein Ofen ist, der in einem Traum vorkommt, dass man fragt, was ist ein Ofen? Also der kann sagen, ja, ich persönlich, wir hatten so einen Ofen bei uns und der war bei meiner Oma und der dieses Requisit erzählt, schafft einen Kontext des aktuellen Traumes zu dem Erleben, das ich mit meiner Oma hatte. Das wäre jetzt ein individueller biografischer Kontext, der dadurch geschaffen wird. Aber wenn jemand gar nichts Persönliches zu Ofen einfällt, dann kann er es kulturell befragen. Was ist ein Ofen für ein Ding? Welche Bedeutung hat ein Ofen in der Entwicklung der Menschheit gehabt? Für welchen Kulturkreis hat ein Ofen, dieser Ofen, eine Bedeutung? Also für welches Grundmuster von Wirklichkeit, von Kultur steht eigentlich der Ofen als Requisit in meinem Traum von heute Nacht? Also man kann aus der Perspektive der jungschen Psychologie sozusagen die eigenen letztlich unergründlichen Kulturhintergründe studieren, indem man sich in Dialog mit dem, was sich in den inneren Bildern zeigt, einlässt. Eine andere Begebenheit, also das fand ich natürlich ganz toll, wie es so ist, wenn man dann etwas entdeckt, was man vorher so gar nicht im Repertoire hat, dann neigt man dazu, das zu verklären. Das ist jetzt also das Allergrößte und das ist jetzt die eigentliche Wirklichkeit und was habe ich bisher mich so fürchterlich beschränkt. Und das waren so die Spät-70er Jahre in Deutschland, so ein bisschen Hippie-mäßig. Ich war in Amerika, Flower Power, sexuelle Befreiung, Spiritualität. Man hat allerlei Nonsens dahergeredet, für den man sich heute schämen würde. Aber das war halt damals so. Und deswegen fand ich als Gegenbild zu diesem teutonisch etwas zwanghaften Menschen, der ich gewesen war,
offenbar ganz toll, mich so jetzt als der offene, Hippie, unkonventionelle Mensch zu verstehen. Und dann hatte ich einen Traum, da gehe ich in Jesus-Latschen und Bermuda-Shorts stolziere ich einem Strand auf und ab. Und ich wusste ja, Strand, Meer, Jung hat 15 Jahre über das Symbol des Fischs gearbeitet. Das ist die Grenze der Evolution, wo das Leben auf der Erde aus dem Meer gekrochen ist. Das muss was ganz Großartiges sein. Und an dieser Grenze spaziere ich auf und ab und diesen Jesus-Latschen. Dann habe ich in der Hoffnung auf Bestätigung dieser Selbstverklärung, wie ich das nachher sagen würde, Marie-Louise von Franz diesen Traum geschrieben. Das ist eine der berühmten Jungschülerinnen. Und die hat mir dann den Kopf gewaschen. Also, sie hat was in dem Traum auch noch vorkam, das habe ich sogar bei der Erzählung vergessen, dann kam nämlich ein Schwarzer in Kniebundhosen und Wanderstiefeln und einem Filzhut und lachte mich aus und sagte, was ich eigentlich hier mache. Und ich fand es empörend, diese Figur. Und die Marie-Louise von Franz sagt, also ich werde ein ziemlicher Trottel in dem Traum, damit müsste ich leben, aber Gott sei Dank gäbe es diesen Schwarzen. Ne? Der wüsste, dass man für ein Lebenswerk ein gescheites Schuhwerk braucht und einen Hut, falls es regnet, und eine richtige Hose. Und wie ich ausgestattet wäre, da könnte man keinen Lebensweg begehen. Und ich sollte mich doch mit diesem Herrn ins Benehmen setzen. Das hat mich gekränkt, ich gebe es zu, hat mich aber nachhaltig gegen jede Art von Selbstverklärung, glaube ich, geimpft. Der Versuch, wenn man etwas hinzufügen möchte, was einem noch nicht so liegt, aber wonach die seelische Sehnsucht geht, ist immer ein bisschen die Gefahr, dass man reinfällt und sich völlig damit identifiziert. Und in der Jungschen, ich kenne einige jüngste Vertreter, die blabbern auch dauernd nur von Archetypen und so, die laufen durch die Gegend, als hätten sie ein bisschen Pneuma unter den Sandalen, erinnern mich ein bisschen an mich in diesem Traum, da diesen Strand entlang wandert und dann werden in mir diese schwarzen Reflexe mit den Wanderschuhen wach. Und ich habe verstanden, dass kritische Entwicklung etwas mit dem kritischen Dialog zwischen Bewusstsein und Unbewusstem zu tun hat. Also nicht mit einer Verklärung des Unbewussten oder des Intuitiven etwa, sondern mit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem, was ich nachts träume. Und ich habe ja sehr viel über Intuition geschrieben. Ich sage, man ist auch intuitiv ein ziemlicher Trottel. Nur das, was intuitiv ist, heißt noch lange nicht, dass es wertvoll ist. Es bedarf der kritischen Auseinandersetzung damit aus dem Bewusstsein. Aber das Bewusstsein neigt auch dazu, die Dinge zu trivialisieren. Und das braucht dann dringend die Auflockerung von ganz anderen Bedeutungsdimensionen, die sich bei uns im Unbewussten entfalten und die sich halt sehr oft in Bildern, zum Beispiel in Traumbildern, zeigen. Also, der Königsweg zur kritischen Persönlichkeitsentwicklung ist der kritische Dialog zwischen beiden Sphären und nicht die Übergewichtigkeit von einer oder der anderen Sphäre. Also die Weisheit liegt im Dialog. Sie kennen vielleicht den Begriff der Hexe, das ist die, auf dem Zaun sitzt. Also genau zwischen den Sphären, dort liegt die Erkenntnis. Und das zeigt sich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, in der Jungschen Typenlehre. Das ist etwas, was ich über die ganzen Jahrzehnte gelehrt habe. Manche kennen es vielleicht unter Myers-Briggs Typeninventar, MBTI, sehr beliebt in der Wirtschaft, wird auch richtig gut Geld mitverdient, aber ist auch nicht schlecht weiterentwickelt worden, soweit man das instrumentell weiterentwickeln kann. Da hat Jung schon sehr früh postuliert, dass ein ganzheitlicher Wirklichkeitsbezug vier Dimensionen hat, nämlich gedanklich durchdringen, fühlen, also emotional bewerten lernen, durch die Sinne erfassen und
also das empirische Erfassen durch die Sinne und das Ahnen, also der Möglichkeitssinn, das möglich-mögliche, nicht das beliebig mögliche. Jung ging davon aus, dass es eine Potentialität gibt, aber es braucht jemand, der die begreift und daraus Wirklichkeit macht, und dass wir einen Potenzialsinn in unserer Seele haben. Das ist, und ich glaube, dass sehr viel gute therapeutische Bindung viel damit zu tun haben, dass der Therapeut einen Sinn dafür hat, was aus diesem Menschen werden kann, was in ihm angelegt ist, aber was noch ein bisschen hinterm Horizont ist, und hilft, das vorzuholen aus diesem Horizont. Also diese vier Dimensionen, und jeder hat da biografisch bedingt Vorlieben, und er versucht, wir versuchen das, was wir am besten können, dann zu perfektionieren, anstatt es um Dinge zu ergänzen, die wir noch nicht gut kennen, weil die oft auch eben mit Unvermögensgefühlen, mit Scham und sonst was belegt sind. Und auch dieses Schema ist eine ausdrückliche Ermunterung, die Wirklichkeit nicht nur aus ganz wenigen Perspektiven zu erschließen, sondern aus vielen, und möglichst so, dass ich kompetent werde. Alle Wirklichkeitszugänge müssen auch qualifiziert werden. Es gibt keinen natürlich richtigen oder guten. Die starken wie auch die vernachlässigten Funktionen. Und in diesem System ist es so, dass ich war zum Beispiel ein intuitiver Denker immer, und mir fällt das Fühlen ganz schwer. Meine Frau hat immer sofort gewusst, ob sie was gut findet oder nicht, auch wenn sie noch gar nicht genau gewusst hat, worum es sich handelt. Ich habe lange studiert und wusste genau, worum es sich handelt, aber wusste immer noch nicht, ob ich es gut finde oder nicht, weil es einfach ganz verschiedene Dimensionen sind. Und ich habe immer mich dadurch ermutigt gefühlt, ganz verschiedene Wirklichkeitszugänge auszuprobieren und zueinander zu ergänzen. Und toll ist Wirklichkeit, wenn sie aus den verschiedenen Wirklichkeitszugängen gleichermaßen Sinn macht. Dann hat es eine Vielsinnhaftigkeit. Und mit diesem Begriff arbeiten wir heute zum Beispiel, wenn wir Organisationsentwicklungsprojekte machen. Die dürfen nicht nur ökonomisch Sinn machen, die dürfen nicht nur technisch Sinn machen, die dürfen nicht nur sinnvolle Produkte erzeugen, die müssen auch sinnvolle, lebbare Arbeitswelten erzeugen, die müssen den Seelen der beteiligten Menschen Sinn machen. Es gibt ganz viele Aspekte, die zusammen erst den Sinn einer Sache ergeben, und nicht, dass ich Einzelaspekte, die besonders gut greifbar sind, aufblähe und alles andere unterordne, weil auch so das Jungsche Denken dann die untergeordneten und weggedrückten Aspekte subversiv beginnen, den Gesamtprozess zu bestimmen. Aber in der Regel auf eine sehr unqualifizierte Art, weil ich mich ja nicht geübt habe, darin gut zu sein. Also mein ältester Bruder, Kernphysiker, der sagt, ich bin Wissenschaftler. Und ich merke, wie das ganze Denken, das er entrollt, eigentlich aufgrund von emotionalen Vorabentscheidungen beruht, die er aber nicht reflektieren kann, weil er aus seiner sachlichen Perspektive die Vorstellung, dass er emotional vorentschieden hat und daraus überhaupt erste Kriterien für seine sachliche Perspektive entstanden sind, das kann er nicht denken. Das heißt, er ist eigentlich, obwohl er lebenslang diese Wissenschaftlichkeit vor sich hergetragen hat, dominiert durch unreflektiertes Fühlen. Und es gibt auch das Umgekehrt, dass Menschen sich für super gefühlvoll halten. Und da gilt dann einer meiner Sprüche aus meinem Büchlein: Manche Leute halten für Gefühle, was eigentlich nur emotionale Denkfehler sind. Ich habe jetzt schon ein bisschen ein paar Sachen gesagt. Die Jungsche Psychologie hat mir eine Vorstellung. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, dass ich nicht den ganzen Abend nur mit der Jungschen Psychologie verbringe, mehr noch mindestens einen zweiten Teil. Die Individuation, ein Zentralbegriff der Jungschen Psychologie, also der Prozess, in dem ein Mensch der oder die Unverwechselbare werden kann, die in ihm oder ihr angelegt ist. Das ist jetzt nicht schicksalhaft gedacht, also man weiß immer schon, wer jemand ist. In der Jugendpsychologie wurde das manchmal nahegelegt, dass man sagt, okay, wenn ein Apfelkern ist, dann kann da natürlich kein Rosenstrauch daraus werden, obwohl auch das ein Rosengewächs ist, der Apfelbaum, sondern dann wird halt ein Apfelbaum. Das Problem ist nur, wir wissen nicht, aus welchem Holz wir sind. Wir müssen in der Art, wie wir uns versuchen zu bewegen und zu entwickeln im Leben, nach und nach rauskriegen, aus welchem Holz sind wir denn und was kann man daraus machen.
Das ist also ein lebenslanger Prozess. Er muss nach vorne immer gelebt werden. Er kann erst im Rückblick verstanden werden. Aber er kann nie sehr gezielt und geplant nach vorne hin gelebt werden. Da sind wir immer, bleiben wir immer Pioniere in Sachen dessen, was für uns noch vorgesehen ist und wer wir noch sein könnten. Man würde heute vielleicht sagen, dass also sehr viel relativer sehen, wie viele Varianten wir sein können und wie Kontext und Milieu und Kultur bedingt das wohl ist, zu wem wir werden können. Und dass es einschneidende Ereignisse geben kann, wie ein Flugzeugabsturz oder sonst was, die uns einen so starken Trall geben, dass wir dadurch in eine ganz andere Entwicklungsrichtung gedrängt werden oder dass in uns etwas erwacht, kein Mensch weiß warum, vielleicht am Anfang in Albträumen, aber da ist eine seelische Kraft, die durch irgendetwas wachgerufen wurde und wir müssen sie integrieren, wenn wir ein vollständiger Mensch werden wollen. Und Traumatherapie gut, sofern wir das, was da erwacht ist, sozusagen als eine Beschädigung unserer Integrität ansehen. Aber manchmal ist es auch durch die Wunde, durch die Entwicklung stattfindet. Also die jüngste Psychologie ist da sehr viel weniger auf Reparaturtrip, sondern sehr viel mehr unterwegs in Richtung, wie können wir auch in einer mythologischen Welt uns selbst begreifen und entwickeln. Von daher, was mir gut gefallen hat an der Psychologie, das ist eine finale Betrachtung. Man fragt in der Psychoanalyse, so wie ich sie erlebt habe, hat man immer gefragt, was ist passiert und wie bist du heute das Produkt deiner Vergangenheit? Die jüngste Psychologie fragt es auch. Jung war ja ganz eng mit Freud lange Zeit zusammen. Aber dort geht die Richtung, woraufhin bist du angelegt? Lass uns sehr viel mehr gucken, was kann es sein, wozu du werden könntest. Und wenn wir, um dich dahin zu fördern, zurückgucken müssen, ist das in Ordnung, aber das Zurückgucken ist nicht das Wichtigste an der Sache. Also ein Verständnis der Entwicklungsrichtung in die Zukunft, obwohl wir nicht genau sagen können, woraufhin wir uns da entwickeln. Es bleibt irgendwo halt im Unheimlichen, also es, oder im Heimlichen. Also es ist noch nicht völlig verdeckt, aber es ist auch noch nicht klar, was es ist. Und wir sind ständig mit dieser Front beschäftigt. Andere Autoren, ich möchte kurz auf Peter Schellenbaum eingehen, haben uns einfach ein Begriffsinventar geliefert, das wir ausgesprochen gut verwenden können in unserer pädagogischen Arbeit zum Beispiel. Er unterscheidet zum Beispiel zwischen Dingbildern und Wirkbildern. Er sagt, ein Kruzifix kann einfach ein Dingbild sein, das löst keine seelische Bewegung aus. Aber ein Schraubenzieher kann ein Wirkbild sein. Plötzlich wird mir klar, dass dieser unscheinbare Gegenstand, was der für eine Rolle spielen kann, um etwas zu lösen, eine Schraube oder die locker ist, wieder anzudrehen. Das heißt, es ist die seelische Resonanz, die darüber entscheidet, was die Qualität eines Bildes ist und nicht die Eigenschaft des Bildes selbst. Das ist eine große Befreiung, hat jetzt einen Bezug zu diesem poetischen Ansatz. Ich habe mal einen Vortrag gehört bei einer Vernissage, dass einer sagt, Kunst, das ist die seelische Resonanz des Betrachters. Also dieser Aspekt schon, ist, du kannst gar nicht sagen, was Kunst ist, ohne ein empfindendes Wesen mit ins Bild zu holen. Wir werden beim systemischen Ansatz da ja das nachher auch genauso sehen, es gibt keine Wirklichkeit, ohne dass wir den Betrachter mit ins Auge fassen. Peter Schellenbaum, ich glaube immer noch lesenswertes Buch, der hat über die Homosexualität des Mannes, war glaube ich seine Doktorarbeit, eine nicht fanatische, ausgesprochen kluge Versuch, damals hat man noch genetisch nicht gewusst, was man heute weiß über sexuelle Entwicklungen, zu versuchen zu verstehen, dass jede Art von sexueller Orientierung ein hilfreicher, potenzieller Entwicklungsweg ist und dass jede Begegnung mit Vertretern von Geschlechtern der Versuch ist, sich selbst im eigenen Geschlecht zu begreifen und zu entwickeln. Das kann man in homosexuellen Beziehungen genauso tun wie in heterosexuellen Beziehungen, beziehungsweise es kann in heterosexuellen Beziehungen kann die Mannwerdung genauso misslingen, indem einfach nur ein Macker draus wird, wie das in homosexuellen Beziehungen misslingen kann. Also ein auch undogmatischer Ansatz. Er hat da zum Beispiel mit von
Wir machen heute sehr viel Spiegelungsübungen in unserem Curricula. Das wird sehr, sehr geschätzt, dass die Menschen die Bilder, die in ihnen aufsteigen, zum anderen öffentlich machen. Weil diese Bilder entscheiden darüber, wie ich Beziehung gestalte. Nur wird darüber nicht geredet normalerweise oder es ist nicht mal den Beteiligten bewusst. Und trotzdem werden oft sehr viele scheinbar sachliche Entscheidungen eigentlich aufgrund dieser Bilder getroffen. Und deswegen ist es wichtig, Spiegelkommunikation zu betreiben. Bei uns unverzichtbarer Bestandteil jeder Weiterbildungseinheit. Die würden uns auch steinigen, wenn wir das nicht machen würden. Da habe ich zum Beispiel so schöne Wörter wie Blendbilder. Sagt, es gibt Bilder, die sind so, dass ich in Spiegelung mit ihnen etwas an mir entdecke. Aber es gibt auch Bilder, die sind so schön, dass ich dabei blind werde für das, was ich sein könnte. Und das sind dann Blendbilder. Und manche Lehrer wollen lieber Blendbilder sein, dass die Schüler um sie herum auf die Knie gehen, anstatt dass sie sich im Lehrer erkennen oder eine Spur, der sie verfolgen können, genauso gut oder groß oder intelligent wie der Lehrer zu werden. Also wenn mir jemand sagt, mir geht's blenden, bin ich immer etwas skeptisch. Der Begriff der Leitbilder, sehr schöne Sache mit der Leitbilddistanz, der sagt, um jemandem zu helfen, dass er seinen Weg in der Nachfolge zu mir findet, darf die Leitbilddistanz nicht zu groß sein. Also die muss irgendwie optimal sein. Wenn sie zu groß ist, gebe ich vielleicht auf oder ich bleibe stehen und verehre stattdessen mein Leitbild, das wird dann zum Blendbild, und versuche durch eine symbiotische Verbindung mit diesem Bild selber auch wert zu sein. Aber dann entwickle ich mich nicht mehr. Oder wenn die Leitbilddistanz zu gering ist, dann ist der einfach nicht mehr genug Anreiz für mich und meine Entwicklung. Also daraus kann man ganz tolle Fragen zum Beispiel auch für Lernprozesse in Organisationen stellen. Ist das interessant genug, dass man sich aufmacht, sich zu organisieren, aber immerhin, man hat das Gefühl, man kann dorthin kommen? Oder ist es Hochglanz und jeder wartet, bis die Welle mal wieder vorbei ist? Genauso wie man sagt, ja, das kommt jetzt alles neu daher, aber eigentlich ist es die Leitbild, das ist nicht wirklich was wir als uns voraus erleben. Das war Peter Schellenbaum. Überhaupt die jüngste Psychologie hat mir eigentlich die erste Schulung gegeben im Musterdenken, was dann im Systemischen später ja ganz wichtig geworden ist, nämlich mit den Archetypen. Die Archetypen sind Grundmuster des Lebendigen. Wenn von Archetypen so die Rede ist, denken meistens nur an Symbolisation von Archetypen. Also wie zum Beispiel der Brunnen oder die Mutter oder das einsame Kind oder irgend sowas. Aber theoretisch, und Jung war, obwohl er sich mit religiösen Fragen viel beschäftigt hat, war er gleichzeitig theoretisch sehr klar. Ich fand das, ich habe nie verstanden, warum der immer zum Mystiker stilisiert wurde. Ich habe den immer als sehr klaren Denker empfunden. Der hat den Archetypus als ein Grundmuster des Lebendigen verstanden. Also zwei Grundmuster, ich kann darauf jetzt nicht eingehen, aber zwei Grundmuster, die Sie kennen, sind Logos und Eros als Prinzipien. Also das kann sich im Bleistift und im Bleistiftspitzer zeigen, oft eine sehr einfache, banale Form, wie es sich in Yin und Yang oder in der Vereinigung von Mann und Frau zeigen kann. Und der Versuch, lebenslang die zwei Grundprinzipien des Weltbezugs aus der erotischen Perspektive und des Weltbezugs aus der Logos-Perspektive zusammenzukriegen, ist eine lebenslange Aufgabe. Und wenn das einigermaßen gelingt, zeigt sich das zum Beispiel in Träumen durch eine Symbolik wie die heilige Hochzeit. Ich bin zu einer Hochzeit eingeladen. Also, und das, ich fand es auch einfach immer interessant, die jüngste Psychologie als ein interessantes Sammelwerk von Symbolverständnissen zu nehmen. Wichtig ist nicht schematisch, Brunnen bedeutet immer Tiefe und sonst was, sondern das lediglich als Anregung zu nehmen, wie man überhaupt ein Symbol begreifen kann. Und die können dann in jedem Zusammenhang was sehr Spezifisches bedeuten, also keine schematischen Deutungen.
vertikales Denken wurde dadurch sehr bei mir angeregt, also dass ich versucht habe, wenn das das Grundmuster ist, also wenn sich da der Bleistift versucht, gespitzt zu werden, im Bleistift spitze und dabei die Mine abbricht. Wie kann ich das versuchen, als Grundmuster einer gescheiterten Begegnung, etwa in einer Ehebeziehung, zu deuten? Ja? Das heißt, ich lerne Grundmuster und Grundgefüge in ihrer abstrakten Natur zu verstehen, und das macht mich frei, die Konkretisierungsbühnen beliebig zu wechseln. Das heißt, und wir können das heute zum Beispiel brauchen, wenn wir Storytelling machen. Also jemand erzählt eine bedrückende Geschichte aus seinem Leben, jemand anders überlegt sich, was sind die Grundmuster, die sich darin zeigen, entwickelt daraus eine Märchen, Figuren, Abläufe und so weiter, die gleichen Prinzipien transportieren, und lernt dann eine sogenannte Matching Metaphor zu erzählen, also eine Geschichte, die das Unbewusste des anderen sofort als ähnlich erkennt, wegen der Musterähnlichkeit, obwohl die Bühnen und die Erscheinungsformen völlig anders sind. Und dann kann man, was man in der Hypnotherapie ja macht, dann auf der transferierten Ebene, also auf eine andere Horizontale, gehe ich über vertikales Transferieren, kann man dann eine Lösungsstory erzählen und dem Klienten überlassen, sie rückzutransferieren auf die Lebenssituation, aus der heraus der ganze Kreislauf entstanden ist. Und das gehört zum Beispiel durchaus zum Teil der narrativen Ausbildung von Organisationsfachleuten, die wir heute machen. Das hat Wurzeln dort. Und von daher kommen wir überhaupt zum Verständnis ganz anderer Zusammenhänge, also nicht nur Zusammenhänge in der Art und Weise, wie wir sie heute kennen, also Ursache-Wirkungszusammenhänge, sondern die jüngste Psychologie sagt, das Wichtigste sind die Sinnzusammenhänge. Dinge machen zusammen Sinn, obwohl sie rein materiell nicht zusammengehören. So wie eine Collage aus den verrücktesten Gegenständen, die keinen Bezug zueinander haben in der materiellen Welt, durch die Art, wie sie zusammengestellt werden, ein Sinnbild ergeben. Und das hat mir zumindest sehr geholfen, von dem üblichen horizontalen Ursache-Wirkungsdenken innerhalb derselben Wirklichkeitslogiken verhaftet zu bleiben, um Zusammenhänge herzustellen, um das zu überwinden. Und ich bin Legastheniker gewesen, lange Zeit, und ich fand es mal ganz toll, als jemand sagte, das sind die Spezialisten für Zusammenhänge, die nicht logisch sind. Und das stimmt, ich habe ein ausgesprochenes Talent, die verrücktesten Welten zusammenzubringen, und das hat eben etwas mit dem prinzipiellen Denken und Zusammenfügen können, unabhängig von der Logik des Materiellen zu tun. In dem Zusammenhang möchte ich einen meiner Lehrer, bei dem ich zeitlang Traumanalyse gemacht habe, Theodor Seifert, der war lange Zeit der Präsident des Jung-Instituts in Stuttgart. Ich hoffe, er lebt noch. Ich habe ihn jetzt 3-4 Jahre nicht mehr gesehen, er war schon sehr alt. Der mir einfach auch nahegebracht hat, dass die Seele kein bisschen nostalgisch ist. Also ich habe einmal einen Traum gehabt in meiner Bank, wo IT neu verlegt wurde. Und ich dachte, jetzt ist wieder der Bernd Schmidt wieder in seinen Technokratismus verfallen. Der sagt, nee, ist doch klasse, wenn diese ganze Technik hinter die Oberflächen verlegt wird, dann funktioniert es ganz prima und trotzdem sieht man sie nicht dauernd. Also der hat mir sehr geholfen, auch eine sehr bejahende und positiv schöpferische Beziehung zur Wirklichkeit und zu mir selbst zu finden. Kurz erwähnen möchte ich noch, und dann gehen wir zum systemischen Ansatz. James Hillman, einer der großen amerikanischen Jungianer, von ihm stammt das Buch, dessen Titel ich immer so schön finde, 100 Jahre Psychotherapie und der Welt geht es immer schlechter. Und er pointiert Jungs Ideen in der Weise, dass er meint, ein Geist suche sich einen Organismus und provoziere ein Lebensschicksal. Also da sind wir wieder bei griechischer Mythologie. Ja. Das kann man interessant finden oder nicht, aber
Ich finde immer spannend, und wenn wir Selbsterfahrung machen, regt es die Menschen sehr an. Stell dir vor, es gibt ein Weltgeisttheater, ganz verschiedene Typen von Geistern, und die findet ihr zum Beispiel in der griechischen Mythologie oder in der römischen Mythologie. Und einer dieser Geister hat sich dich gesucht, um in der heutigen Form, im heutigen Leben, sich wieder ins Leben zu bringen. Welcher wäre das? Und dann fangen die Leute an nachzudenken, und manchmal fällt ihnen auch ein. Also mir zum Beispiel, mich hat ja lebenslang die Moses-Figur beschäftigt. In ganz verschiedenen Phasen. Ich habe darüber schon öfter erzählt. Wenn Sie das, vielleicht darf ich das an der Stelle auch nochmal gerade dazwischenfügen, dann kann ich mir manche Erweiterungen ersparen. Sie finden auf unserer Website isb-w.de isb-w.de oder einfach Bernd Schmidt bei Google eingeben. Die ersten 8 Einträge sind wir. Finden Sie jede Menge Schriften, Audios, Videos, Praxisbeispiele zu all den Dingen, die ich erzähle. Alles kostenlos zum Download. Also wenn Sie dann dort in die Suchfunktion, die sehr gut ist, Archetyp eingeben oder Hillmann oder Schellenbaum, dann zeigt er Ihnen, welche Dokumente es dort zu diesem Thema gibt. Wir haben auch Themenempfehlungen, da gibt es eine Rubrik narrative Verfahren, Arbeiten mit Träumen, Arbeiten mit inneren Bildern. Da habe ich sehr viel entwickelt im Laufe der Jahre, speziell für den Professionsbereich. Da ist auch sehr viel Methodik. Jetzt ist letztes Jahr ein Buch rausgekommen, Systemisches Arbeiten mit Träumen. Auch da haben wir einen ganz eigenen Ansatz entwickelt. Also, Sie werden dort fündig. Ich kann das eh nicht alles erzählen. Deswegen muss ich mich einfach sehr beschränken. Ja, das war James Hillmann. Und dabei lasse ich jetzt mal die Tour d'horizon durch die jungsche Psychologie. Ich hoffe, Sie haben so ein bisschen verstanden, wie diese Begegnung begonnen haben, meine Weltbilder, meine Blickrichtung auf Menschen, wie ich überhaupt versuche, mich zu nähern und wie ich dadurch ein Stück geworden bin, angereichert haben. Ich würde dann jetzt etwa das Gleiche mit den systemischen Ansätzen oder den systemischen Ansätzen machen. Haben Sie davon? Dazu nervt noch im Moment oder brauchen Sie irgendeine Art von Auflockerung, Tröstung oder irgendwas? Gut. Was ich nicht mache, wenn ich das vielleicht sagen darf, dass ich sozusagen meine Generation, die neben mir sich durch das systemische Feld bewegt hat, die werde ich jetzt nicht erwähnen. Ich werde eigentlich unsere Vorgeneration, mit der ich noch Kontakt hatte, erwähnen. Den einzigen, den ich zitieren werde, glaube ich, das ist der Gunther Weber. Den Jochen müsste ich natürlich und den Aris zitieren, die ja die entscheidenden Werke über dieses ganze Spektrum des Systemischen geschrieben haben. Aber ich erzähle sozusagen meine Erfahrung mit den Begegnungen, die ich hatte, und was die jeweils bei mir dann an Weltbild, Menschenbild und Selbstverständnis ausgelöst haben. Wenn ich jetzt zurückschaue, ist für mich in einer Weise der erste Systemiker gewesen, mit dem ich Kontakt hatte, Horst Eberhard Richter. Der hätte sich selbst nicht so genannt. Ne? Der hat seine Doktorarbeit, glaube ich, geschrieben über Eltern, Kinder und Neurose und über seine Habilarbeit über Patient, Familie. Ich hatte damals schon einige Schule in Psychotherapie, was damals hieß Biografie. Also Psychotherapie klassisch heißt Biografie und Motivation. Und da hat man immer geguckt, wie zeigt sich das und wo in der Geschichte ist anzusiedeln und welche Gefühle hat man, die vielleicht da nicht wahrgenommen wurden, weshalb es zu irgendwelchen Blockaden geführt hat. Und der interpersonale Aspekt, wie Menschen in Beziehungen Zusammenkonstellationen erzeugen, die man im Einzelnen gar nicht identifizieren kann, das kannte ich vorher nicht. Und das ist mir zum ersten Mal begegnet in dem Rororo-Büchlein, war es glaube ich damals, Eltern, Kind und Neurose, und hat gezeigt, wie die Neurose des Kindes ein Beziehungsphänomen in der Familie ist. Und dann gab es das spätere Buch, dann Patientfamilie,
Da erinnere ich mich noch, dass es eine Unterscheidung gab zwischen Symptomfamilie und Symptomneurose und Charakterneurose. Also da wurde jetzt immer noch pathologisch orientiert, aber da wurde das ganze System als gestört betrachtet. Und es zeigt sich entweder, dass einer Indexpatient ist, der den Verrückten spielen muss, aber das ganze System spielt zusammen, sonst könnte der nicht verrückt spielen. Mara Selvini-Palazzoli hat es später sehr respektlos formuliert, sagt, wenn einer psychotisch ist, findet er problemlos 6 bis 12 andere, die ihm dabei helfen, psychotisch zu sein. Sonst könnte er sich das bei diesem Komfort gar nicht erlauben. Also, das, was wir beobachten müssen, in den Beziehungen liegt. Das war für uns damals neu. Heute ist es selbstverständlich geworden, vielleicht manchmal so schon wieder übertrieben. Dann würde ich auch noch zu den frühen Systemen gehen, der hat sie wahrscheinlich selbst auch nicht so genannt, später vielleicht schon, der Paul Watzlawick. In den 70er Jahren haben wir gelesen, menschliche Kommunikation, das war die erste Erleuchtung. Es gibt neben der Inhaltsebene gibt es eine Beziehungsebene. Und das, was den Fortgang von Kommunikation bestimmt, hat mehr mit Beziehungsgestaltung zu tun, als mit dem Inhalt, der dabei erzählt wird. Selbstverständlich heute. Für uns damals eine Erleuchtung. Und dann gab es ja dieses spätere kleinere Büchlein zusammen mit Wigeland and Fish, wo er schon im Titel fragt, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wir waren damals, also ich zumindest, war völlig klar, da draußen ist die Wirklichkeit und die ist objektiv so, ich muss nur rausfinden, wie sie ist. Und zum ersten Mal die Idee, die Wirklichkeit, die ist nicht objektiv, sondern das ist eine Erfindung dessen, der sich mit Wirklichkeit beschäftigt. Das war für uns revolutionär. Und das ist bis heute auch eine wichtige Strömung im systemischen Ansatz. Ich persönlich habe den radikalen Konstruktivismus nie mitgemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das alles jetzt natürlich für viele von Ihnen einfach tiefste Geschichte. Von Richard Bach gab es ein nettes kleines Büchlein, das hieß Illusions, haben wir damals in Kalifornien auf einer der humanistischen Konferenzen gelesen. Die haben sich in die Behauptung verstiegen, wenn wir nur nicht dran glauben würden, dass Materie für uns undurchdringlich ist, könnten wir auch durch den Tisch hindurchfassen. Also die haben das dann sehr übertrieben, wie sehr das Subjekt darüber entscheiden kann, welche Qualitäten Wirklichkeit haben. Es ist nicht so völlig falsch auf einer quantenphysikalischen Ebene, aber für uns ist diese Ebene noch nicht sehr relevant, außer im Denken. Und über diesen Konstruktivismus sind wir auch dazu gekommen, die Wirklichkeit nicht von ihrer Geschichte allein herzuleiten. Also man kann Wirklichkeit nicht nur dadurch verstehen, dass ich verstehe, wie sie entstanden ist, sondern ich kann einfach mal sagen, die konstelliert sich jeden Tag neu und ich studiere eher, wie konstelliert sie sich. Also wir haben dann manchmal in der Familientherapie die Frage gestellt, angenommen, Sie vergessen, dass Sie anorektisch sind. Was müssen Sie morgens tun, um sich selbst klarzumachen, dass Sie ein Leben leben, das man anorektisch nennt? Also um klarzumachen, das ist eine Wiedererfindung, wenn auch eine tiefsitzende, gewohnheitsmäßige Wiedererfindung, aber es ist eine Erfindung von Wirklichkeit und es müsste nicht so sein. Also wir haben die Aufrechterhaltung von Wirklichkeit. Was, angenommen, Sie haben keine Lust, angenommen, Ihr Sohn würde jetzt plötzlich denken, er sollte doch wieder in die Schule gehen. Was müssten Vater und Mutter tun, um ihn davon zu überzeugen, dass es doch besser ist, zu Hause zu bleiben? Also, wie muss Wirklichkeit, Beziehungswirklichkeit, Bilderwirklichkeit konstruiert werden, um mich davon zu überzeugen, dass ich die Wirklichkeit wiedererfinde, die ich als natürliche Wirklichkeit erlebe? Also Aufrechterhaltung studieren und das legt nahe, dass ich dann es auch anders machen könnte, die Implikation. Also die Neuschöpfung, was müsste geschehen, damit was ganz anderes geschieht. Und das hat jetzt zum Beispiel Ähnlichkeit mit dem, was Sie vorher über die jüngste Psychologie, diese finale Betrachtung.
Gunthard Weber, mit dem ich ja lange Zeit gemeinsam ein Psychotherapie- und Psychotherapie-Weiterbildungsinstitut betrieben habe, bis ich dann mehr in die Organisationsrichtung gegangen bin, während er ja im familientherapeutischen Bereich ja sehr bekannt ist. Der hat das mal ja, immer mal wieder als Intervention in den Familien, die wir gesehen haben, gebracht. Er hat gesagt, wenn man weiß, wie man in einen Sumpf geraten ist, sagt das wenig darüber aus, wie man wieder herauskommen könnte. Und wir haben uns interessiert, wie man herauskommen könnte. Und wenn dazu eine Idee, wie wir hineingekommen sind, taugt, ist es gut. Aber wenn nicht, können wir auch irgendwas erfinden. Wenn es dazu führt, dass es Bewegung in die Sache bringt, ist es gut. Also von daher, also sehr viel fair, sehr viel mehr, sehr viel weniger Bindung an historische Kausalentwicklung und sehr viel mehr schöpferische Freiheit und mal probieren, ob dadurch nicht eine andere Wirklichkeit entstehen kann. Die Evolution arbeitet auch damit, mit Mutation und Selektion. Also es ist eigentlich es ist eine Gewohnheit, dass wir immer denken, Geschichte müsste Kontinuität haben oder Erklärungen müssen Kontinuität haben. Und es ist sehr oft so, dass Dinge zwar erklärt werden können, wie sie entstanden sind, das erklärt aber noch lange nicht, warum sie so geblieben sind. Also aufrechterhaltende Bedingungen haben oft mit der Entstehungsgeschichte gar nichts zu tun. Oder es erklärt nicht, welche Impulse es sein könnte, die vielleicht das ganze System in einen ganz anderen Zustand und Organisationszustand bringt. Das heißt, und jetzt komme ich zu einer anderen Quelle für Sichtweisen, zum Beispiel Heinz von Förster, der, und da gibt es jetzt ganz verschiedene Sprachen, die immer wieder dasselbe beschreiben, der mit dem Begriff der nicht-trivialen Maschine unser Versuch, Systeme als maschinelle Systeme, wo alles irgendwie zusammenpasst und Ursache-Wirkungsprinzipien funktionieren, zu verstehen, gesagt hat, das geht nicht. Die meisten Systeme sind nicht triviale Systeme. Also Ihre Heizung zu Hause können Sie vielleicht noch einigermaßen als ein triviales System ansehen, wenn die Temperatur hochgeht, dann springt der Brenner an, wärmt das Wasser und so weiter, wenn sie funktioniert. Computer wären, wenn es nicht Quantencomputer sind, im Prinzip triviale Maschinen, aber wie wir mit ihnen umgehen, sind sie nicht trivial. Weil wir haben ja ein mythisches Verhältnis zu diesen Maschinen, weil die Dinge tun, die wir einfach nicht verstehen. Kann sein, dass jemand sie verstehen kann, aber wir gehen eigentlich mit denen um wie mit Gottheiten früher. Also Heinz von Försten, ein System ist eine nicht-triviale Maschine, wenn bei Eingabe eines bestimmten Input nicht bekannt ist, welcher Output herauskommt. Also die Nicht-Berechenbarkeit. Kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Wir haben damals irgendwie gehofft, man kann die Dinge berechnen und vorhersagen. Denken viele in Organisationen heute noch. Man muss aber sagen, sehr, sehr viele Unternehmen und entstehen neue Generationen von Managern, die glauben das nicht mehr. Denen ist völlig klar geworden, dass moderne Systeme eigentlich über Kultur zu steuern sind. Und das ist sehr viel mehr als Ursache-Wirkungsdenken und triviales Maschinendenken. Die verstehen, dass es sich um lebendige Organismen handelt und wir lernen müssen, mit lebendigen Organismen umzugehen und sie zu gestalten. Also da ist eine Entwicklung im Gang, neben dem, dass auch noch jede Menge Wahnsinn tobt. Aber über die Jahrzehnte kann ich das ja ein bisschen beobachten, habe ich das Gefühl, wir stehen da durchaus vor einer Wende. Aber Wende, wir wollen dann immer, dass sie in einem Jahr stattfindet. Sie braucht vielleicht 20 Jahre, aber es ist was in Bewegung. Ja, und dieser Gedanke der nicht instruktiven Interaktion, dass ich zwar was tun kann, aber nie weiß, was dann wirklich rauskommt, hat was damit zu tun, dass ich auf der anderen Seite ein lebendiges System habe. Eine nicht triviale Maschine. Und Gregory Bateson hat das noch insofern erweitert, als dass er den Kulturbegriff für mich eingeführt hat, mit dem wir heute sehr viel arbeiten. Wir haben heute Unternehmenskulturentwicklung ist ein Riesenprodukt geworden. Vor 10 Jahren haben die Kultur, wie meinen Sie, Konzerte oder was? Nee, heute kann man Unternehmenskulturentwicklung und eine Didaktik, wie Unternehmen sich damit auseinandersetzen können, richtig an sehr maßgebender Stelle anbringen. Und
diesen Begriff habe ich damals schon bei Peterson kennengelernt. Der hat was sehr Schönes gesagt. Er schilderte einmal eingängig den wesentlichen Unterschied zwischen einer lebendigen und einer sterbenden Kultur so. In lebendigen Kulturen gibt es einige Grundverständnisse in den Weltbildern der beteiligten Menschen und die sind lebendig. Im Unterschied dazu, und die sind lebendig und es gibt wenig konkrete Vorschriften und Ausführungsbestimmungen. Und in sterbenden Kulturen gibt es jede Menge Vorschriften und Ausführungsbestimmungen, aber die Grundprinzipien und Werte dieser Systeme sind sinnentleert und wertlos geworden. Gregorius Bateson hat auch ganz nett illustriert die Sache mit dem lebendigen System, das was also Heinz von Förster mit nicht-trivialer Maschine gemeint hat. Er hat gesagt, wenn ich genau ausrechnen könnte, wie ich einen Fußball trete, kann ich genau bestimmen, wie er fliegt und wo er landet. Bei einem Hund ist das anders. Gregory Bateson kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich schon länger mit Kommunikation und Psychiatrie beschäftigen, durch die Doppelbindungstheorie. Der sagt, Verrücktheit kann zum Beispiel dadurch entstehen, dass widersprüchliche Botschaften da sind, dass man die, dass die nicht vereinbar sind zueinander, dass man nicht darüber kommunizieren kann, aber auch die Situation nicht verlassen. Das ist das erste Verständnis von verrückter Wirklichkeit, das durch Logik von Kommunikation und deren Regeln erzeugt wird, das ich kennengelernt habe. Das ist zeitweilig so ein bisschen die alleinige und über alles drüber gestülpte Theorie geblieben. Das muss nicht sein, aber trotzdem war das ein ganz wichtiges Verständnis, dass es durch Kommunikation erzeugte Wirklichkeit ist, die Sinn macht oder nicht Sinn macht und die Menschen möglich macht, sich darauf gesund zu beziehen oder daran depressiv, psychotisch oder sonst was zu werden. Wobei wir heute natürlich weit davon entfernt sind, was man dann in diesen jungen Jahren von solchen Theorien machen, dann jetzt alles darüber zu ziehen. So wie man zeitweilig alle Magengeschwüre als Managerkrankheit identifiziert hat, bis man das, wie heißt das Bakterium, das man dann später entdeckt hat, das eigentlich dafür zuständig ist und das man mit Antibiotika jetzt behandeln kann. Und deswegen glaube ich auch, dass man heute bei aller Skepsis, wir waren ja damals ganz wild gegen jede Art von Psychopharmaka und Hospitalisierung in Psychiatrien und antipsychiatrisch und Ronald Lang in London und Family Life und also waren in einer naiven Weise auch total besserwisserisch aufgeblasen, was das Vorrecht der Jugend ist, aber man sollte möglichst nicht dabei bleiben. Heute haben wir sehr viel breitere, vielschichtigere, komplementäre Ansätze, um gestörte Systeme zu beschreiben und eben auszuprobieren, was hilft. Und am Ende gilt, glaube ich, der alte medizinische Grundsatz, wer heilt, hat Recht. Und da darf mit gewissen Schutzmaßnahmen gegenüber den Patienten oder den Systemen, für die man arbeitet, deren Ressourcen man verbraucht, für die gesellschaftlichen Ressourcen, die man dabei verbraucht, sollte eine große Freiheit im kreativen Experimentieren sein mit den Ansätzen. Was mir auch, ich komme jetzt zum anderen Autor, Ivan Bosomeninoch, der hat ja damals im Stirling-Umkreis und so eine Rolle gespielt, war auch öfters als Referent da. Das Buchtitel Unsichtbare Bindungen, Invisible Loyalties. Das hat uns die Perspektive eröffnet. Menschen tun etwas nicht nur deshalb, weil in ihrer Geschichte irgendwas schwierig gelaufen ist. Sie haben die volle Auseinandersetzung mit Wirklichkeit dann eingestellt, haben dann Einschränkungen entwickelt, die folgeneurotische Probleme erzeugt haben und haben sich darin nun langsam eingeigelt, sondern nein, Menschen haben das Bedürfnis zuzugehören und treu zu sein dem, wie sie verstehen, wie man treu sein kann. Und da
und das ist heute ja immer noch ganz wichtige Deutungsdimension, etwa in der Familientherapie, wie versuche ich durch die Art und Weise, wie ich es mir nicht besser gehen lassen will, irgendwie mit einer Elternfigur, die der es schlecht ging in unserer Familie, solidarisch zu bleiben, ohne dass mir das klar ist, dass es ein versuchter, wenn auch fehlgeleiteter Liebesdienst sein soll. Und wenn man so denkt, kann man dann eben diese Bindungen redefinierende Interventionen sich ausdenken, die mir helfen, loyal zu sein, ohne diese Art der Loyalität weiterführen zu müssen. Das kann dann super plausibel sein und derjenige sagt, das war die Deutung, die mir schon immer gefehlt hat. Finden wir toll, weil sie Wirkungen hat. Richtig muss sie deswegen noch lange nicht sein. Ich glaube nicht an die Richtigkeit von Deutungen. Ich glaube nur an die Wirksamkeit von Deutungen. Also auch etwas sehr Wichtiges, dass wir sehr konsequent die Haltung behalten, auch wenn etwas super plausibel wird, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Es heißt nur, dass es eine von den Mitakteuren getragene Wirklichkeitserfindung ist und es könnte genauso gut anders sein. Das gilt auch bei Aufstellungen, Hellingerscher Art oder ähnliches, wo die Leute psychosomatische Reaktionen kriegen. Das ist ihr Beitrag, zusammen eine Story zu erzählen. Das ist aber eine Just-So-Story, wie das der Francisco Varello immer genannt hat. Die hat einen, momentan eine seelische Plausibilität, die wird in biografische Metaphern gekleidet. Aber ob das biografisch irgendeine Relevanz wirklich hat, das ist eine ganz zweite Frage. Und das auch eines Probleme von Hellinger, der ist immer, der war so ergriffen von den Plausibilitäten, die auf diese Weise entstanden sind, dass er die aktuellen Erklärungen, die er sich dazu gemacht hat, für richtig gehalten hat. Er selbst hat die dann auch wieder abgeändert. Das war nicht das Problem. Seine Schüler haben aber mehr und mehr Dogmatismus draus gemacht und diese Erkenntnisse dann als Lehrmeinungen weitergegeben. Also Plausibilität nicht für Richtigkeit, noch nicht mal für Wert zu halten. Gerade wenn man im organisationsberaterischen Bereich tätig ist. Ich kann natürlich, wenn etwa Stunk in einer Abteilung ist, immer irgendeine plausible Ebene finden, dass da Emotionen nicht ausgedrückt sind, dass alte Rechnungen offen sind, dass da irgendwelche Sachen unter den Teppich gekehrt sind und. Und da kann es mir auch leicht gelingen, alle damit beschäftigen, sich damit zu befassen. Das heißt aber noch lange nicht erstens, dass es richtig ist und schon gar nicht, dass es wichtig ist für die Entwicklung der Abteilung. Ich habe dann früher immer so freche Fragen gestellt und so, angenommen, das wäre jetzt alles geklärt, was schön denn dann an? Ja, dann müssten wir jetzt endlich mal uns über unsere Qualifikation unterhalten, weil wir merken, dass vergleichbare Abteilungen in anderen Unternehmen mittlerweile ein Know-how entwickelt haben, wo wir weit hinterher sind. Oder wir müssen uns mal über die Vergütungsstrukturen in unserer Abteilung unterhalten. Dann kann man also sehen, dass man mit Plausibilitäten, auch wenn sie psychotherapeutisch noch so charmant sind, eben auch sich mit Wirklichkeiten beschäftigen kann, was Eric Byrne Zeitvertreib genannt hätte. Ergreifender Zeitvertreib, der aber für Gesellschaftsgestaltung und Entwicklung nicht von Relevanz sein muss. Darüber muss man separat kritisch sich auseinandersetzen. Und nur weil etwas durch die Reaktion der beteiligten Menschen gefühlt plausibel gemacht werden kann, heißt es noch lange nicht, dass das richtig ist. Das ist einem auch klar, wenn man Sloterdijk zum Beispiel hat es ja beschrieben, dass das griechische Theater der Gefühlssozialisation ganzer Kulturen gegolten hat. Also das, was wir für natürliche Gefühle halten, sind alles Kulturprodukte. Es ist sogar so, dass unsere Körperwahrnehmung ein Kulturprodukt ist, wie es neueste Forschungen zeigen mit virtuellen Welten. Also tiefgründig ist es wichtig, dass wir lernen, dem schönen Schein zu entsagen, auch wenn er noch so plausibel ist. Sondern immer wieder fragen, okay, es könnte aber auch ganz anders sein. Und wir müssen verantworten, die Wirklichkeiten, die wir zu deren Plausibilisierung wir beitragen. Dadurch kommt auch, das ist eine ethische Frage im Systemischen, da habe ich auch mal einen Aufsatz drüber geschrieben, das Systemische wird ja manchmal so als beliebig empfunden. Aber es gibt auch andere, die sagen, nein, gerade wenn wir sehr ernst nehmen, dass Wirklichkeit geschöpfte Wirklichkeit ist, haben wir eine Verantwortung für die durch uns geduldete und mitgeschöpfte Wirklichkeit in einem Maße, die wir vorher nicht hatten, wo wir uns ja auf die Sachzwänge berufen konnten.
Ich mache nochmal weiter so ein bisschen in meiner Geschichte mit dem Systemischen. Ich war ja damals noch hauptsächlich Psychotherapeut und das war dann ganz toll mit der Familientherapie. Wir haben am Stirling-Institut und später an unserem Institut mit dem Gunthard Weber viele Jahre zusammen Familien mit psychotischen Angehörigen gesehen, so mit den Ritualen, die wir damals hatten, Einwegspiegel, Therapeuten hinterm Spiegel, die aufpassen, dass man im System, in deren Wirklichkeitslogik nicht versunken ist, die einen rausgeklopft haben, dass man wieder Abstand kriegt, dass man fähig ist, da Unterschiede zu machen, die einen Unterschied machen, der systemische Informationsbegriff. Und da waren Mara Silvini Palazzoli, Gianfranco Cecchin und Luigi Boscolo aus Mailand ganz wichtige Orientierungsfiguren. Die waren auch ausgesprochen charmant. Und Mara Silvini Palazzoli hatte so richtig Haare auf den Zähnen. Die war auch immer für einen irritierenden Spruch gut. Zum Beispiel hat sie 600 Psychoanalytikern gesagt, Widerstand, wissen Sie, was das ist? Widerstand, das ist die Dummheit des Therapeuten. Und Cecchin hat dann im kleinen Kreis gesagt, eigentlich ist der Widerstand des Therapeuten, weil der versucht, bei einer Wirklichkeit zu bleiben, obwohl sie nichts taugt. Also wenn auf jemanden der Begriff Widerstand passt, dann vielleicht gar nicht auf den Patienten. Es hatte uns unter anderem eben durch die Meile in der Schule, haben wir gar nicht so sehr auf die Inhalte geachtet, sondern wir haben geguckt, wie Familien ihre Wirklichkeit rekonstruieren, die bestimmte Auswegslosigkeiten und Paradoxien erzeugt haben, in denen die sich nicht auf gesunde, sprich zu unserem gesellschaftlichen Konvention passenden Weise bewegen konnten. Und diese Paradoxien, in die sie sich verfangen haben, die sie ohne es zu wollen oder zu wissen wie, gewohnheitsmäßig sich gegenseitig wieder kreieren, die haben wir dann verstört. Da waren wir richtige Artisten durch paradoxe Interventionen. Wir haben also ein langes Interview mit der Familie geführt, da haben sich die Therapeuten mit den Beratern zurückgezogen und dann haben wir lange überlegt, wie man durch eine Spontanparadoxie und durch Umdeutung, die wir in einer Abschlussintervention verabreicht haben, dem System das System darin stören, in der alten Unbefangenheit ihre Verrücktheit zu reproduzieren. Das hat oft auch erstaunlich gut funktioniert, muss man auch sagen. Die Idee ist gar nicht neu gewesen. Alfred Adler hat schon gesagt, gute Therapie ist, wie wenn man jemanden in die Suppe spuckt. Er kann dann zwar weiter essen, aber es schmeckt ihm nicht mehr. Und das hat viel sehr gut funktioniert und wir haben da war es zeitweilig richtig verpönt, psychodynamische Hypothesen zu haben. Also sich zu erklären, wie eigentlich die Menschen durch innere Dynamiken ihren Beitrag zum System aufrechtzuerhalten, sondern wir haben dann immer darauf fokussiert, wie das eigene Verhalten etwas mit dem Verständnis, wie das System und die Beziehung gebaut sind, zu tun haben. Auch eine gewisse Einseitigkeit hat dann wie alle Therapien manchmal toll gewirkt, manchmal mittelmäßig und manchmal gar nicht. Wir haben natürlich gerne dann Krankheitsbilder gewählt, bei denen es toll funktioniert und gerne auch angenommen, dass es überall sonst auch wirken würde. Heute ist man da schon sehr viel differenzierter geworden, Evidence-Based Psychotherapy, also dass man wirklich für die ganz verschiedenen Kontexte, Krankheitsbilder und so wirklich sehr spezifisch die Erfahrung sammelt und nicht meint, mit einer Antiparadoxie-Artistik jetzt irgendwie alles aushebeln zu können. Das war schon auch eine Form von therapeutischem Größenwahn. Und es nimmt halt auch nicht ganz ernst die Sinnsuche von Menschen und Systemen. Also die Autopoese, die Selbstschöpfung. Und da möchte ich jetzt auf die beiden chilenischen Erkenntnisbiologen Bezug nehmen, was ich von denen gelernt habe, Umberto Maturana und Francisco Varela, der leider in relativ jungen Jahren, in ein paar 50ern, schon verstorben ist. Der Jüngere ist eigentlich früher verstorben. Die sind über Erkenntnisverständnisse und zur Beschreibung biologischer Prozesse zu diesen systemischen Weltbildern gekommen. Und zwar habe ich damals auch den ersten Kontakt gehabt mit dem, was in der Gehirnforschung heute so verbreitet ist.
Mich erinnere noch, wie mich das total irritiert hat, dass die sagten, der physikalische Reiz, der über die Retina, über die Sehnerven dann irgendwo im Gehirn bei einer Gehirnzelle ankommt, der macht 1% des Inputs aus. Und 99% des Inputs kommen aus dem System. Und das war eine Revolution im Weltbild, dass wir sagen, wir nehmen die äußere Welt als Anlass, unsere eigene Welt zu reproduzieren und vielleicht auch zu modifizieren. Aber die Eigenkulturlogik in unserem Gehirn, in unserem Körper, hat erstmal absolutes Übergewicht. Und das ist geradezu ein Phänomen, dass überhaupt ein Reiz von draußen bei uns etwas auslöst, was wir Entwicklung nennen. Damals, er hat auch diese beiden polarisierten Weltanschaulichkeiten mit Begriffen belegt. Das war, ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt, Representationism, also Repräsentationismus. Damit ist gemeint, wir gehen davon aus, dass wir es die Dinge so wahrnehmen in uns, weil sie draußen so sind. Wir repräsentieren das draußen in uns. Und die Gegenströmung, das habe ich vorher mit dem schönen Buch von Richard Bach, Illusions, markiert, der radikale Konstruktivismus, das ist der Solipsismus, der sagt, wir sind eigentlich völlig geschlossene Systeme und wir projizieren alles nach außen. Das, was wir an Wirklichkeit produzieren, hat fast gar nichts mit der Wirklichkeit draußen zu tun. Beides ist extrem und kann gar nicht funktionieren. Deswegen hat Varela schon immer über the middle way between the representationists und the solipsists gesprochen. Und heute sind wir, ich zumindest, bei einem Weltbild angelangt, das sagt, es gibt die Welt da draußen, aber deren Natur können wir nicht bestimmen, weil sie immer nur durch ein empfindendes System beschrieben werden kann. Aber durch die Art, wie wir uns organisieren, haben wir eine hohe Entsprechung zu dem, was da draußen wäre, sonst hätten wir nicht überlebt. Und trotzdem können wir nicht sagen, das, was wir erleben, ist wirklich da draußen. Sondern in uns entsteht ein Bild, das wir als Wirklichkeit erzeugen. Und dieses Bild, da machen wir Gemeinschaftsbilder oder Gemeinschaftswirklichkeiten durch kulturelle Prägung draus. Zum Beispiel, dass wir Bachsche Musik schön finden und dass wir überhaupt nicht verstehen, wie chinesische Tempelmusik, dass es überhaupt Musik sein soll, können wir gar nicht identifizieren am Anfang, weil unser Gehirn einfach nicht gelernt hat, die Logik, uns auf diese Logik von Außenwirklichkeit zu beziehen. Und heute haben wir einen Begriff davon, dass das Gehirn derartig komplex und leistungsfähig ist, dass es auch wirklich denkbar ist, dass wir ein komplexes inneres Abbildsystem, das irgendwie sich verträgt mit der Welt draußen, leider nicht immer, entwickeln, was wir dann für unsere Wirklichkeit halten. Francisco Varela hat mich, der hat damals mit dem Hirnforscher Carl Brebram, längere Zeit, 2 Tage lang diskutiert. Ich habe mir das angehört, das war in einem Kloster in Spanien. Ich habe inhaltlich gar nichts verstanden und ich fand es trotzdem klasse. Irgendwas hat meine Seele verstanden, obwohl ich die Peptidketten, über die geredet haben, das waren alles böhmische Dörfer für mich. Also die konsequent Wirklichkeit ist immer die des Betrachters. Und wir können eigentlich nicht über Wirklichkeit sprechen, ohne den Betrachter da mit einbeziehen. Da kommt dann Niklas Luhmann, geben Sie mir noch 5 Minuten? Dann kommt dann Niklas Luhmann, der Erkenntnissoziologe, würde ich ihn mal nennen, mit dazu. Also die doppelte Kontingenz, dieser Begriff, wenn zwei zusammentreffen, ist an möglicher Wirklichkeit fast alles möglich, aber mit jeder Aktion der Beteiligten schränken die Möglichkeiten ein und in kürzester Zeit sind sie bei ihrer übereinstimmenden Gewohnheitswirklichkeit. Und das hilft mir zum Beispiel heute zu sagen, wenn wir Kultur neu machen wollen, etwa im Umgang in einem Team, in Organisation, dann müssen wir auf die Anfänge achten. Wenn wir die erstmal zu ihrem Spiel kommen lassen, kommen wir in der Regel nicht mehr dazwischen. Das heißt, wir inszenieren von vornherein neue Umgangsweisen miteinander. Wir fangen zum Beispiel gleich mit einer Intuitionsübung an. Wir lassen die gar nicht erst erzählen, wie ihre Businesspläne sind.
Und dann bringen wir es in andere Formen von Kommunikation, sodass ganz andere Kulturelemente entstehen. Und dann kehren die plötzlich auch andere Seiten ihrer Persönlichkeiten und ihrer Weltverständnisse nach vorne. Und es ist gar nicht so schwierig, die sehr komplex zu erreichen, wenn man sie nicht erstmal ihr gewohntes Spiel spielen lässt und hofft, es dann noch durch Intervention verändern zu können. Das Gleiche gilt für die Wissenschaft. Da kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es war auch ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat, von Thomas Kuhn, zur naturwissenschaftlichen Revolution, der sehr kühn behauptet hat, Wissenschaft entwickelt sich nicht dadurch, dass man voneinander lernt, sondern dadurch, dass die Vertreter der alten Lehre sterben. Etwas sehr ernüchternd, aber viele wissenschaftliche Diskussionen scheinen wirklich so zu sein, dass man einfach warten muss, bis die Lehrstuhlinhaber weg sind, dass überhaupt eine Chance besteht. Aber oft kommt dann nur die alternative Dogmatik, was keine Lösung wäre. Wir brauchen da dringend eine andere Art von wissenschaftlichem Diskurs. Und besonders berührt als persönliches Schicksal hatte mich Ludwig Fleck, auf den Thomas Kuhn in seinem Buch Bezug nimmt. Ludwig Fleck war ein polnischer Immunologe, der schon Anfang des letzten Jahrhunderts klargemacht hat, dass die Erkenntnisse, zu denen wir gelangen, etwas mit der Kultur des Systems, das sich um diese Erkenntnisse bemüht, mehr zu tun hat als mit der Objektivität. Und zwar selbst im immunologischen Bereich, also selbst in den Naturwissenschaften ist das so. Und wenn Sie denken, wir haben jetzt zurzeit eine Diskussion, dass sehr, sehr viele von sehr markanten psychologischen Forschungsergebnissen eigentlich nicht reproduziert werden können. Jetzt versucht man zurzeit herauszufinden, haben die alle geschlampt oder haben sie beschissen? Oder liegt es daran, dass man die Entstehungsbedingungen dieser Ergebnisse, die vielleicht in dieser Entstehungsbedingung verständlich waren, heute nicht mehr kennt oder nicht mehr berücksichtigt und heute andere Entstehungsbedingungen sind und man deswegen zu anderen Ergebnissen kommt? Und wie ist es dann mit der wissenschaftlichen Objektivität? Weil unser Descartes-Wissenschaftsweltbild hat ja was mit Reproduzierbarkeit zu tun und natürlich immer mit der Annahme von konstanten Bedingungen, die ja eh nie stimmen. Ja, also das sind verschiedene Vertreterperspektiven, Stadien meiner Auseinandersetzung mit der systemischen Perspektive. Ein paar habe ich jetzt überhaupt gar nicht erwähnt, obwohl die für mich da nahtlos reinkennen, die sich aber auch selbst nicht als Systemiker bezeichnet hätten. Ich habe ja in den Spät-70er Jahren noch bei Milton Erickson, dem berühmten Hypnotherapeuten, studieren dürfen. Und dessen Ansatz an die schöpferische Lernfähigkeit von Systemen anzuknüpfen und was zu tun, um zu blockieren diese gewohnheitsmäßigen Reproduktionen von neurotischen Wirklichkeiten und stattdessen jemand einzuladen, an die Lernfähigkeit, die in jedem Organismus ist, anzuknüpfen, fand ich faszinierend. Und er hat ja gleichzeitig das mit narrativer Inspiration gemacht, weil er fast nur über Stories gelehrt hat. Der hat nicht über Erklärungen oder mit Konzepte, gibt es kaum von ihm, alles in Stories. Und wenn man wissen wollte, was genau für ein Konzept hinter der gerade erzählten Story steckte, hat er gesagt, oh, this leads me to another story. Und dann hat er eine andere Geschichte erzählt und die war ganz anders. Und jetzt musste man selbst drüber nachdenken, was eigentlich los ist. Für mich gehört Ludwig Wittgenstein dazu. Und da sind wir jetzt wieder ganz beim Anfang bei dieser Gnosis-Tagung, ne? Zwischen dem Schauen und dem Erklären können. Also wie muss Sprache sein? Was sind überhaupt die Grenzen des Sagbaren, des Erkennbaren? Das ist sicher längst nicht ausgestanden. Auch ein Kulturwissenschaftler, der mir was bedeutet hat, ist George Steiner. Sein Buch Nach Babel, Aspekte der Sprache und des Übersetzens 1981, hat mir damals sehr klar gemacht, dass es ganz unterschiedliche Arten der Wirklichkeitslogik gibt. Der hat damals zwischen Randscharf, also Definition, das was im einen Feld sein kann, kann nicht im anderen Feld sein. Die Wirklichkeit liegt nebeneinander, nicht überschneidungsfrei. Und wenn ich versuche, wissenschaftlich etwas zu erklären, suche ich eine Definition, das heißt, ich versuche, diese Grenzen zu bestimmen. Er sagt, aber kulturelle Wirklichkeit ist nicht so. Die ist so.
Ja? Und deswegen müssen wir mit einem ganz anderen Verständnis da dran gehen, nämlich mit Kernprägnanz. Wir brauchen Beispiele, an denen wir ein komplexes Verstehen haben, was gemeint ist, auch wenn sich am Ende herausstellt, dass jeder Einzelne davon seine eigene Variante entwickelt. Aber wir können über Kulturdialog nicht in randscharfen wissenschaftlichen Begriffen befriedigend halten. Dann höre ich damit auch auf, nachdem ich da die letzte Mahnung kriege. So, jetzt habe ich bislang noch niemand anderen zu Wort kommen lassen. Ich habe noch Zeit.